Man kann das Spiel im Pause-Menü saven. Ansonsten März 2008. Zwei Ranger. Erforschen. Am Tatort. Der Fall. Aber. Okay. Digga, ich hab das Game eben auf 0,3 gemacht von der Lautstärke her, Alter. Und die blasen mir die Ohren weg. Digga! You're late. We're waiting for you. Wer? Die Schatten bangen ein bisschen rum. Wie sind wir an? Ich glaube, das war aus. Mhm. Ich habe den Briefkasten. Wer sind denn die? Ah, hey, Uria, und wer bist du? Oglfa. Ich hab keine Ahnung. We're pleased to assist your communicate with your loved ones. Now, make it up to them and life with no regret for the rest of your life. Aha. Oselfa heißt Okelfa. Oselfa. Aha, so ein Esel. Let's start now. Go and grab the plants heat in the bathroom. Entschuldigung. Tja. Was ist das für ein Schatten? What the fuck ist das für ein riesiger Schatten? On 20 March 2008, two rangers discovered a body in a cabin in the woods. Police immediately began an investigation. They confirmed the individual found as Sarah Richard, 16, despite the crime scene being extremely disturbing. The police did not suspect foul play. The girl liked her. The girl killed herself. Isaac liked und oh, das ist schrecklich. In the cabin, blood was everywhere. Sarah knelt on the ground and held something in her hand, like she was presenting something to someone, with a presence of cult symbols painted in the room. Sarah was believed to perform some sacrificial ritual prior to be her death. Slowly, there are rumors spread in the small town nearby, starting that Sarah has devoted herself to Satan. Junge, wer hat das geschrieben? Das ist ja schlimmer als meine Schrift. Ah, wow. Okay, ich bin lost. Shit. Und man kann es rotaten. Okay, ist nix. Oh, da ist ja noch einer. Hello, are you? Iron. Hi, Jason. I'm Iron from the Paranormal Club. Glad that you came to us. Read your email about the difficult time you experienced after the death. Ich kann das nicht mal. Ach, Junge. What the fuck? Was soll das? Was ist los? Was denn? Was ist hier los? Was zur Hölle? Wir haben einen Ausdauerbalken. Was war das?
Die ist immer so dunkel geworden, Jesus. Hallo? Digga, hat mich Slender gerade gekriegt oder was war das? Oh, hä? Was bist du noch immer hier? I heard some weird noise, what happened? Coole Interaktion. Saving. Ja, wo kann ich eigentlich safe game? Ah ja, cool. Fällt mir. Wollt ihr erstmal eine Frage stellen? Hallo, was macht ihr da? Was wird? Was? Are there any spirits? Schön, dass du die Frage danach stellst, Bro. Are you around? Who is the victim here? Digga, sind wir jetzt... Are you the man? What? Hallo, lass sie doch erstmal antworten. We heard rumors saying that your mom forced you to suicide. Is it true? What? What? Und die Stühle sind auch weg. Digga, der Typ ist gerade hier so durch. What the fuck? Warum lebt nur ich? Wait, wo sind wir denn jetzt? Hello? I'm... Aha. Aha. Oh my God! Oh my Lord, bro! Digga, wenn solche 10 kommen, ich dreh mich nicht mal um, Alter! 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 Atmen! 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 Der Strom ist ausgefallen. Hello? I'm the Indian Computer Service. You have any virus? No? Aha. Die Tür war fest verschlossen, genauso wie die. Da kann man schon mal was wegräumen, aber... Ich brauche einen Code. Jesus, Alter, das hat mich, obwohl es nicht so heftig war, hat es mich schon ziemlich erschrocken, bin ich ehrlich. I don't know why. Von dem hat sie mir nicht mal Schaden gemacht, I don't know why. Hello? Hello? Warum ist das Anwesen eigentlich so riesig? Was sind wir überhaupt? Ich habe ein Stück Papier gefunden. Aha. Hä? Vielleicht ist es im Schlafzimmer irgendwo noch so ein Stück Papier. Was sollen diese Partikel hier überhaupt, Bro? Hello? Hello, I'm... Hello. Hello. 1989 06
15 Monday. Is mom still angry with me? Is she fine? She looks sad and wretched. But dad is still with us. I knew it. That boy is such a liar. Mom told me she is fine. I should take care of the housework and let mom have a rest. Sehr nett. Bringt mich jedoch mit dem Bild nicht weiter. Habe ich irgendwie ein Inventar? Dankeschön. Kann ich mir das anschauen? Speichern mal kurz. Was ist denn prone? Hinlegen oder was, so eine Art? Fire, aha. Reload, ach so. Jetzt habe ich mich aber gespoilert. Ich kann aber nicht mit Rechtsklick zoomen. Ich denke mal, die meinen dann wahrscheinlich Aim mit der Waffe. Irgendwie bringt mich das hier mit dem Bild jetzt nicht weiter. Bringt mir denn so ein scheiß zerrissenes Bild, Bro? Wofür? Oder was? A candle. Das ist like Resident Evil Vibes. Was ist in der Toilette? Kann ich nicht. Was hat mir denn jetzt... Habe ich eine Kerze und ein zerrissenes Bild. Ach, wir sind. Ach so. Ah ja. Ah, mit Rechtsklick könnte ich. Ja, ich kann nicht benutzen. Wie creepy ich denn etwas? Das Item, ja. Und liegen kann ich auch nicht. Das Inventar erinnert mich auch ein bisschen an Resident Evil, aber ist alles gut. Man kann sich inspirieren lassen. Bis bald. Oh, achso. Alles klar, könnte ich. Ich finde das dann selber raus, wie ich. Eine scheiß Kerze auf dem Essensdot kriege. Aber die Kerze bringt mir auch gerade gar nichts. Ich bin back. Achso. Ja, ich wurde gerade zu Tode gescared tatsächlich, aber jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Vor allem, was soll ich denn mit der Kerze machen? Ich kann die nicht mal in die Hand nehmen. Achso. Wollen die mich verarschen jetzt? Das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Weil. Hä? Hä? Digga! Da ist eine Kerze, die an ist! Wahrscheinlich kann ich keine Kerze nehmen und die dann da anmachen. Warum brauche ich denn Feuerzeug dafür? Are you kidding me right now? Ach, Digga, Alter. Ja, Digga, Physics.
Ach mein Gott, ey. Und ich frage mich so, hä, warum geht das denn nicht? Och, Junge. Hi, Schönra, herzlich willkommen bei. Ich bin mir zu fein, eine Kerze an der Kerze anzuzünden, die an ist. Hoffe, dir geht's gut. So, ich nehme mal an, das ist so ein klassisches Rätsel, wo die Zahlen, die ich brauche, an einem jeweiligen Bild zu finden sind. Was war gerade. Achso. Wirklich sehr nette Bilder. Also, oh, warte mal. Satans Bild. Interessiert mich nicht. Könnte ich vielleicht das Feuerzeug mit dem Bild kombinieren? Oh mein Gott, die Kerze läuft ab irgendwann. Okay, das ist cool gemacht. Die Toilette ist so sauber wie meine. Wie laufen wir überhaupt? What the heck? Nur Klopapier ist da. Das ist gut. Ich finde es gut, wie das Gebäude hier abschneidet. Aber alles gut. Ich will mich nicht beschweren. Kannst du da überhaupt sterben? Actually wurde ich von hinten eben verfolgt und sie hat mich angegriffen, aber ich habe irgendwie kein Leben verloren. Vielleicht war es nur 10 bedingt, warum ich nicht gestorben bin, aber hey, ich lebe noch. Dude, hier ist nirgendwo irgendwas. Was wollen die von mir? Soll ich denn da benutzen? Findet man irgendwo eine Brechstange oder was? Über zu. Was will das Spiel von mir? Von dem, warum kann ich nur die Kiste hier benutzen? Nur die? Are you kidding me right now? Ich brauche noch ein Bild. Junge, what the fuck? Hör auf, in dir zu buggen. Ist die Hexe noch da? Weil die hat letztes Mal auch keinen Ton gemacht. Hello? Hallo, I'm the Indian officer. I'm. Hallo? Oh, hallo. Ich spreche mal ab, ne? Die verschwindet aber echt schnell, ja? Es gab auch kein Ko. Can you see me? Ach, Digga, what the heck? Hallo? Jetzt habe ich noch mehr Resident Evil Vibes. Happy Birthday to you. Jetzt bin ich richtig Resident Evil Vibes hier. Eine rote. Oh. Einer meiner leichtesten Übungen, meine Freunde. I'm turning 6 today. I was supposed to be happy, but my mom slapped me. I'm sad. I was telling her what I heard. There was a boy at my birthday party who told me my dad is leaving us for another woman. Das ist natürlich nicht so schmackotastisch. Hast du eine normale Kerze? Hallo? Hallo? Jetzt habe ich noch mehr Resident Evil Vibes, Hilfe. Dick damit an! Oh, hier ist eine rote. Hinter mir? Nein? Eine rote, ne? Die ist. I'm going.
Ah, die kann ich nicht combine, achso. Hallo. Warum immer Geburtstag? Ah. Ah ja. So, so. Hello, motherfucker. I'm leaving this place. Hello. Where are me? Door is locked. Are you kidding me right now? Achso, hier bin ich jetzt wieder. Gut. Der brennt was? Nee, nicht mehr. Sie ist wieder irgendwo, sie ist wieder irgendwo. Die Snitch. Digga. Was denn? Happy Birthday. 1998 05 23. Thank you. Was? Bin ich jetzt dead oder? Achso, ich bin wieder woanders. Alles klar. Top 10 Jumpscares, die ich hatte. Daddy, Mr. Teddy wants to play hide and seek with you. Can you bring Mr. Teddy back to the bedroom? Love you, Daddy, Sarah. Okay, wir brauchen irgendeinen Mr. Teddy, Betty. Meine Freunde. Einer meiner leichtesten Übungen. 1998, 08, 25. Also der Geburtstag. Nee, das war nur 5, ne? Shit. Tuesday. One confronted Dad on his affair and the rumors. They started to quarrel. I'm scared. Is this my fault? I shouldn't tell Mom about the rumor. Mhm. Digga, immer. Immer dieses schnelle Umdrehen, wenn man seine Schulter dann in sich drin hat. Jetzt habe ich noch mehr Resident Evil Vibes. Hallo. Nein, nein. Okay, die Eltern haben sich scheinbar gestritten. Monday. The rumors have been spreading in the town for quite a long time already. Everyone is discussing Dad's affair. Neighbors are blaming my mom for his misbehavior. I have faith in Dad's fault. Cheer up, Mom. Everything is going to be okay. Echt? Hello? I'm the Indian professor from Discuss University. I'm here to help. Hello? Nice toilet? Hast du eigentlich schon Visage gespielt? Ja, aber abgebrochen, keine Ahnung. Oh, Candles. Keine Ahnung, das Game ist irgendwie hell genug. Ich brauche keine Candles. Selbst wenn das Licht aus ist, guck mal. Na gut, andere Lichter sind noch an. Schlechtes Argument. Hallo? Ah, Mr. Teddy. Ja, und jetzt? Ich muss speichern.
keine Ahnung, es nervt mich, dass man bei Visage komplett über alles suchen muss, weißt du, das hat mich ein bisschen genervt. Auch wenn es echt cool ist. Ich bin eher so der Typ, der sich die Story leiten lässt, weißt du? Die ganze Zeit pures Rätsel, da habe ich. Und Horror und noch dazu habe ich echt keine Lust, ehrlich gesagt. Ja, guck. Entschuldigung, Digga. Ja, jetzt habe ich Visage-Vibes. Ist das dieselbe Bude, bloß kaputt? Ja, klar. Mom locked herself in her room for a week. Dad is not coming home either. I am so lonely. Die bezahle ich nicht. Hello? Find the spare keys to get inside mommy's room. Jesus. Ja, mach's auf. Ja. Ey, ich speichere mal lieber. Ja, es kommt drauf an. Ist egal, welches Chapter. Es gehört ja zum Spiel. Mr. White. Hallo. Das Game teleportiert mich zum einen zum anderen. Keine Ahnung, ich finde die Sprache lustig. Hey, ist das nicht von dieser einen Cutscene? Name Ashley Richard. Date of Hospitalization 2004, Junge. 0515. Medical Summary. Ashley came along to this hospital to seek assistance on her psychological problem. Her husband left her after she confronted him about his affair. She was emotionally abused by her husband and her neighbor, and consequently suffered from acute depression. Her depression had been so severe that she denied her husband's absence and had a delusion that her husband is still around. Her treatment started as soon as she was admitted to the hospital. Her treatment was not effective and her scenario became worse. She was discharged. Mein Englisch gut. Was war das? Da hat jemand ein bisschen mit dem Mesh gespielt von dem Model. Aha. Ist immer so geil, wenn der die so die Räume aneinander klebt, weißt du, und dann nicht richtig. Das ist immer so blöde. Egal. Hier auch schon wieder. Guck dir das an. What the heck, Mann? Und das Game kostet Geld. Mein Gott. Sorry, aber für Games, die Geld kosten.
Wenigstens ein realer Fahrstuhl, holy shit. Abspeichern. Hello? Hello, motherfucker. Myron Dick is on the tracker. Digga, wo kommt dieses nervige Geräusch her? Von hier? Nee. Du bist das. Alter. Was ist für ein Geräusch? Warum machst du so ein Geräusch? Okay. Als ob es sowas wirklich gibt. Das ist gruseliger als das Spiel. Einfach Naruto. Digga, kann jemand die Scheiße hier abstellen? The door is jammed. For real? Hello, motherfucker. Myron Dick ist unser Tracker. Herrlich. Hi. Oh, meine ganzen Medikamente, die ich mir mal vom Stream gebe, Alter. Aha. Ja, Digga, das hätte man nicht noch leiser machen können. Ich glaube, ich weiß, wofür ich das brauche. Nur wegen mir, oder? What do you mean? Hallo? Ich suche etwas, wo ich ein Rad dran befestigen kann. Nee? Du hast jemanden, mit dem du spielen kannst. Ey, guck mal, ich wusste, irgendwann findest du deine Auserwählte. Sag ich ja. Will man immer. Was, kann man das umstellen? Nö. Ja, wo soll denn das ran? Oh Gott, die existiert ja wirklich. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, 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 ganz ruhig. Erstmal abspeichern. Digga, ist immer so nervig, wenn man. Bei dem Game kannst du echt nicht unterscheiden. Ist das jetzt ein Jumpscare oder ist die real? Chase sie dich wirklich? Und läuft die hier noch rum? Die etwas wichtigere Frage? Okay, die scheint komplett weg zu sein, I guess. Ja, die scheint komplett weg zu sein, good to know. Kann aber auch sein, dass sie da wieder spawnt. Tabletten, die du vor dem Stream nimmst, ja, damit ich nicht komplett ausraste. Hello, Mavatrakas. I'm the motherfucker from the beach. Hello. Das ist ganz schön langer Korridor. Das ist ja süß. Digga! Was sind das denn für riesige Toiletten? Alter! Guck mal, wie groß ich bin! Guck, was ist denn das für eine riesige Toilette? Vor allem die Tür hier auch! Der Knopf! What the fuck? Bin ich ein kleiner Junge oder was? Was brauche ich? Digga, guck dir meinen Inch an, Alter!
Schüch, Junge. Ich glaube, da hat jemand die Map falsch skaliert, aber die Tür ist eigentlich ganz groß. Hier, das ist groß genug. Das ist normal groß. Aber das nicht. Alter Finne, Junge. Vor dem. Guck dir mal so. Guck mal. Mein Kopf. Mein Kopf, Alter. Der fängt hier gerade an. Da könnte ich auch so, einfach aus dem Stehen draus trinken. Wie willst du denn da reinpinkeln? Guck dir das an. What the fuck, Alter? Das Waschbecken, der Spiegel. Entweder sind wir ein kleiner Spast oder da hat jemand falsch gemappt. Holy shit, Alter. Wichtige Details des Spiels. Jetzt die Frage, eben kam Ren auch einer hinter mich. Oh, schon wieder ein Zahlencode. Hello, Motherfuckers. Ich hab das nicht. Bei der Hand könnte es ein Bub sein, ehrlich, aber das würde keinen Sinn machen, weil die Tür halt normal, da sind wir normal groß, aber ab den Kabinen ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ah, hier geht's weiter, cool. Hello, Motherfuckers. Ihr seid alle ganz schön kacker. Okay, saving. Warum ist da hinter dem Regal so ein komischer Sound? Okay, was bringt mir das hier jetzt? Können wir nichts interagieren. Achso. Alter. Was ein krasses Regal. Guck dir das mal an, Shinra. Du schmeißt es so komplett um und es geht nicht mal kaputt. Digga. Ein Meisterwerk. Jetzt habe ich wieder Resident Evil Flashbacks. Ja, wow, Digga. Achso, hier kommt das. Roll, roll, roll den Schwamm. Okay. Das ist einfach in der Ecke. She started to pinch herself in front of her mirror every midnight. Mumbles something that I can't understand. Slowly she started to eat raw meat. It's so creepy. Yeah, Digga. Geh lieber zum Meckes. Bin ich zu fett oder was war das gerade? Okay. Ja, der Room Key, den brauche ich. Lieber mal abspeichern wieder. Ich hasse dieses Spiel. Die kündigen sich nie an, ob die hinter einem dann hinterherlaufen. Hast du gesehen, als die eine uns gechased hat? Die hat nicht mal Hallo gesagt oder so. Die war einfach da, so, weißt du? Das ist immer so das Problem. You can't know it. Blutige Fußspuren verliert nicht mal Sachen daran. Dude, Shinra, wenn es hier nur ums Verlieren ginge, ne? Dann wäre ich nicht so ein Spießer. Ich weiß gar nicht, kann man hier überhaupt sterben? Ich will es zwar nicht testen, aber hey. Ich kann wohl mir behaupten, ich habe das Game dann gespielt, ohne einmal zu sterben. Ah, stimmt. Stimmt, warte mal. Die wollten hier einen Code haben, das ist ja gar nicht. Dafür, warte mal, dann wieder abspeichern. Ich bin kompletter Speicherfan, by the way, ne? Hello, Mother Truckers. I'm the Trucker Fucker. Hey. Kommt die Snitch jetzt wieder? Nein? Cool. Weiter so. The door is locked und ich habe den Schlüssel. Für was ist denn der? Dorms Key. Ja, wer ist Dorms? Jungs, muss ich denn hier alles alleine machen? Warte mal eben kurz. Ich glaube, die Door war jammed. Die war jammed, ne? Okay, alles klar, Digga. Okay, gut. Okay. Cool, das sind Türen, die ich nicht öffnen kann. Das finde ich sehr gut. Lass mal wieder eine Kerze anzünden. Ohne Scheiß jetzt. Ich verarsche euch nicht. Und dann lass mal speichern, das ist wichtig.
Cool, Türen, die ich nicht öffnen kann. Ah, die aber schon. Hä? Warum kann ich die Tür... Hä? Warum kann ich jetzt die Tür öffnen, aber die ganzen anderen nicht? Man hätte auch diese... Guck mal, selbst wenn man nur diesen Raum copy-pastet hätte, in jeder Tür wäre das was gewesen. Besser, als wenn man die gar nicht öffnen kann, aber die schon. Und dann ist in dem Raum halt nicht mal was. What the heck? Guck! Mom's condition began to deteriorate even after she received her treatment. We are running out of money. Mom started to have a delusion that Dad is still around. Das war ich jetzt nicht. Warte mal, nochmal abspeichern, weil das kann sein, dass wir jetzt gechased werden. Nope. Okay, wir müssen uns scheinbar irgendwo ein Videotape anschauen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wo. Shinra, wo war nochmal ein Videorekorder? Ich weiß es nämlich nicht. Merkt mir die ganze Scheiße hier nicht. What the fuck? Warum mich das blockt? Hello, motherfuckers. I'm searching for the recording man. Ich raste gleich aus, wenn ich dieses Ding noch weiterhören muss, ne? Videorekorder? Ja? Nein? Vielleicht? Okay, tschüss. Nein? Cool. Ist ein Monitor, heißt aber nichts. Was bist du? Okay, warum kam da jetzt so ein komisches Geräusch? Abspeichern. Jetzt komme ich von hier raus oder was? Ach, Digga. Wie gibt's einen Videorekorder denn bitte? Wo gab's denn... Gerade sagen, kommt mal, die Tür ist offen, aber ist sie nicht. Kick weh, Trollerloy. Ja, das hier kann ja kein Player sein, weil ein Player braucht ja noch einen Bildschirm, ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum das so ein Geräusch macht. Guck mal, hier ist das Pissoir ja perfekt, weißt du? Na gut, immer noch ein bisschen zu hoch, aber relativ perfekt halt, ne? Vor allem, was ist, wenn Frauen denn mal auf Toilette müssen? Was passiert dann? Dann können die das nicht benutzen. So leid es mir auch tut. No. Kann ich den Fahrstuhl vielleicht wieder benutzen? Kurz abspeichern, bevor ich da reingehe. Hello, Mother Truckers. I'm... Okay, geht nicht. Digga, wo soll denn hier ein Videotape-Player sein? Holy shit. Warte, ich glaube, ich weiß, wo... Warte, wait. Vielleicht in dem Raum, wo... also mit dem Büro, you know? You know, Shinra? You know what I'm trying to say you? Also hier? Nee, warte, das waren die Toiletten. Da ist, glaube ich, keiner drin. Ich meine, jetzt, wenn wir hier weitergehen, schon dran, ne? Dann kommen wir ja in diesen Büroraum. Und da könnte einer sein. Nee. Ich dachte, da war ein... Fuck, ich dachte, hier war ein Bildschirm. Hä? Wo ist denn da ein Videoplayer, Mann? Spiel? Wo zum Fick ist dieser Videorekorder? Ist er vielleicht in dem Raum? Würde ich nicht glauben, weil es ist hier so ein Irrenhaus. Hier lag es. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Hä? Was erwarten die von mir?
Wäre logisch gewesen, eigentlich schon, ne? Weil der Chef muss sich halt Sachen anschauen. Ja, ich war jetzt in jedem Raum nochmal. Dreimal sogar. Ah, guck mal. Da. Da ist der Videorekorder. Wo soll ich jetzt einen Code hernehmen? Wait a second. Ach, ich brauche eine Keycard. Wo soll ich eine Keycard denn hier kriegen, Junge? Wait a second. Vielleicht liegt die da irgendwo im Raum tatsächlich. Da beim Bett. Ich habe das noch nicht gesehen. Nö. Nee, wir brauchen ja actually eine Keycard, also. I don't know. Ist ein Feuerzeug wieder, das ich nicht brauche? Wo finden wir denn eine scheiß Keycard, Alter? Jetzt bin ich ja noch lost als vorher. Mir gehen die Kerzen aus, Bro. Away. Aber wir. Ah, hier liegen Candles wieder, gut. Wo liegt denn hier über irgendwo eine Keycard bitte rum? Irgendwo hier vielleicht? Irgendwann werde ich aggressiv bei dem. Scheiß Keykarte, Alter. Beim allerbesten Willen, wo liegt eine Keykarte? Wo würde eine Keycard liegen? Ich will jetzt keinen zu nahe treten oder so, aber wo liegt denn hier eine Keycard? Genau, du spielst doch immer so viele Spiele. Wo würde eine Keycard denn liegen? Vielleicht im Büro irgendwo doch? Oder liegt die vielleicht auf der Toilette, Digga? Den besten Ort für Karten. In der Schublade oder Regal? Okay, da hast du echt gut recht. Nicht mal beim Chef liegt die. Gibt's nicht.
Wieso kann man das öffnen, wenn da nichts drin ist? Where Keycard? Wo würde man denn eine Keycard hin tun, außer in der Schublade? Where is Keycard? Was hatten wir eigentlich unten nochmal gefunden? Das Tape haben wir da nicht. Wir haben da einen Schlüssel gefunden, stimmt. Lass mal nochmal runtergehen, actually in den Keller. Mehr nicht zu verlieren oder so. What? Eben bin ich auch nicht gestorben. Toll, das ist mein erster Tod im Spiel. Dude, das zählt nicht. Ach, Digga. Ich sterbe, weil ich Full Damage bekommen habe. Die Karte ist hier nirgendwo, ne? Hallo Mother Truckers. Als ob der Jumpscare wiederkommt. Digga. Okay, das hat mich jetzt richtig erschrocken. Gebe ich ehrlich zu. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass der Scheiß. Der scheiß Jumpscare, kommt der immer wieder, wenn man hier reingeht? Nee. Das ist auch nichts. Wo ist eine scheiß Keykarte, bitte? Wir waren jetzt überall schon mal. Die Keykarte, Digga. Ich weiß es nicht. Und ich darf den Fahrstuhl wirklich nicht benutzen. Imagine, die Keycard liegt unten, weißt du? Und ich habe mich unten nicht umgeschaut.
Ah ja, man kann zurück, actually. Also der Fahrstuhl ist jetzt für immer weg. Und man fällt dann ins Nichts. Lass mich kurz auf YouTube gucken. Aber was ist jetzt zu machen? Wie heißt das, was ich gerade spiele? Ja, die Keycard noch nicht. Ja, zeig mir bitte, wo die Keycard ist. Wieso kann er das? Warum kann er das? Hä, kann ich das auch? Laber nicht. Ich glaube, dafür braucht man ein Tool, oder? Ach, Digga, man, als... Wieso kann man einfach fest... Ups. Wieso kann man festgenagelte Holzbretter einfach abziehen, so als ob das nichts wäre? What the fuck? Why? Ach, Junge, das ist so dumm, ne? Immer wieder. Und da ist die Kika. Das ist unfair. Aber ich mag den Sound, wenn man wieder reinkommt. Hello, sir. I pick it up. I go. Where the hell? Hä? Die Bitch ist diesmal nicht da. Hä? Diesmal ist die Bitch nicht gespawnt. Mom became restless and irritable. She often beat me. It's fine. I can bear with it. I can take good care of you, Mom. Cheer up. Where are you, Dad? I miss you so much. Ja, wo kommt das jetzt rein, das Tape? Hallo? Hä? Hallo? I have tape. Ja, ich droppe das mal. Ich kann es nicht droppen.
Wo, da stand gerade Use? Ah, hier. Wir kennen das nicht. Power! Ach so, nein. Da doch, Tyrann, danke. Das sollten Rollstühle eigentlich nicht machen. Übermenschlich stark. Sechs, acht, fünf, zwei. Oh, cool. Herzlich willkommen. Willkommen, Bruder. Oh Scheiße, meine Note. Ist er right hier? Ah ja. Mir wieder vorher die Frage, nachher die Frage gestellt, aber ja. I'm behind you. Weil ich nur so gewandt bin, Chris. Tuesday. Mom was discharged from the hospital, but she kept mumbling. We could no longer pay the rent and were forced to move to live in remote areas. My mother and I moved to a cabin in the woods. The environment is good for her too. It's so peaceful. We can hear the birds chirping. Get better soon, Mom. Digga, Alter. Der Maulmann, ey. Die Maschallah, Digga. Lass mich doch. Wie die einfach dachten, dass Karton mich auffällt. Jetzt habe ich noch mehr Resident Evil Flashbacks. Catch me if you can. Was wird das hier jetzt?
Soll ich sie jetzt fangen oder was? What, where is she? Where are you? I have candies. Staff only. Gregory. Na gut, reicht. War gerade in Phasmo. Wann in Band? Gute Frage. Ach so, hä? Seit wann ist hier eine Brücke? Hallo? Freiheit! Heid! Heid! Das sind aber sehr schöne Vogelscheuchen. Well done. Okay. 2005, 10:15, Saturday. My mother sewed my mouth up. She believed this was for my own good. Helped me to stop talking nonsense. Just like them, the neighbors, the little boy, everyone out here. It hurts, but I can bear it. It doesn't matter if my mom locks me up in a small dark room. Locks us true. This is all my sin. Let me help deal with it. Okay, bro. Staff only. Kann er mal Phasmo? Ich muss Phasmo auch mal wieder spielen, actually. Eine Zange. Jesus. Staff only. Who wants candy? Gregory! Aya! Aya! Aha! Aha! Okay. Staff only. Was muss da jetzt richtig hart sein? Wie mein Cock, wenn ich dich sehe, oder was? Was ist hier los? Warum ist ein leeres Gebäude? Wofür brauche ich denn jetzt einen Cutter? Und der Tisch backt durchs Haus. Und der Baum ragt durch die Steine. Who wants candy? Was wollen die denn jetzt von mir? Staff only. Schön, dass ich damit Zäune schneiden kann, aber was für ein Zaun denn überhaupt? Ach so, das ist... Oh, ich bin lost, Alter. Wahrscheinlich, oder? Alles klar, Bro. Who wants candy? Oh, Staff only.
Alice. Oh. Oh, oh, Ma. Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist immer noch eine mehr, die Fotze. Devourer Vibes, ja, jetzt habe ich auch Devourer Vibes. Das Game ist so eine Mischung aus allem. Oh, hier sind wir jetzt wieder. Oh. Oh, das sieht aber nicht so toll aus. 2007-09-20-Fuse-Day. Mom has been into Saturn all the time now. She kept looking at me mysteriously and mumbling. I looked into her diary when she fell asleep. She was planning to sacrifice me to Saturn for the return of Dad. Was? Sorry, Mom, I poisoned you. We will be reunited soon. I dream of going back to the good old days too. Let's reunite as a happy family again. Aha. Ein Ski, meine Freunde. Wofür ist der Schlüssel für den Kühlschrank? Nee, der ist schon offen. Hä, was denn? Wofür ist der Schlüssel jetzt? Hä? Was soll ich denn jetzt mit dem Schlüssel? Ach so. Ah ja. Alles klar, Digga. Hey. Du Scheiße, Digga. Warte mal, kann ich das nehmen? Ah, ne, hier ist aber ein Zettel. Hi, Dad, it's Sarah. Don't be scared. My lips were stitched by Mom because I told her about your rumors just like everyone else. Sorry, Dad, I shouldn't have done that. Seems like sacrificing Mom to Saturn doesn't work. Maybe my blood is the key to getting it to you? Now you have returned. It seems like the sacrifice ritual works. Glad to see you. Bin ich der Vater? Wait, what? Hello, Mother Truckers. Alles klar, Digga. Ganz normale Türgeräusche. Die sollte mal wieder geölt werden. Das ist ein bisschen laut gewesen. Oh. Muss ich jetzt wieder rennen? Du, das schreck mich doch. Haut er sich da jetzt ab? Alter, er hat sein Auge rausgehauen, Alter. Hä, ist der dumm? Ehrlich gesagt fand ich das Game gut. Nur halt ein paar Sachen waren echt ein bisschen billig gemacht. Aber sonst war das Game eigentlich, ich fand's okay. Also es hat das erreicht, was man halt erwartet, wenn man spielt. Also mehr Zeit Spaß gemacht. So. Ich fand's okay.